Hallo Internet und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Spielgeflüster-Podcasts. Dieses Mal mit dabei sind der Martin von Non-Playable Characters. Sag doch mal Hallo. Hi. Der Markus von den Teilzeithelden. Moin. Der Joost, ein angehender Lehrer, der an einer Grundschule in Hamburg Rollenspielkurse gibt. Hallo. Und meine Wenigkeit, euer Host Dirk. Hi. Heute geht es tatsächlich um Zocken mit Kindern. Also, ab wann sollte man mit Kindern zocken? Was sollte man mit Kindern zocken? Welche besondere Betreuung brauchen die eigentlich? Welche Spiele gehen gar nicht sowas in die Richtung? Aber bevor wir mitten in dieses spannende Thema einsteigen, was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Ich habe wenig Zeit für gar nichts gehabt in letzter Zeit, habe aber zwischendurch Ronin am Computer durchgezockt. Beimal, einmal normal und einmal im Game Plus Modus, wo es schwieriger wird. Ein sehr, sehr schönes kleines Spiel, so ein Side-Action, Echtzeit-Rundenbasiertes Taktik-Cyberpunk-Spiel, das sehr, sehr viele Genres in sich aufnimmt, wie ich gerade gesagt habe, und sehr, sehr schöne Atmosphäre hat. Das gefällt mir sehr. Markus, was mit dir? Ja. Du stehst nicht so auf Side-Scrolling-Ronin-Adventure-Teile. Vielleicht doch, aber ich komme nicht dazu. Also wenn ich am Computer spiele, dann sind das tatsächlich eher klassische Rollenspiele. Also weil ich ja von zu Hause Rollenspiele spiele. Und im Moment unsere Montagskampagne Arcane Codex, die jetzt schon seit gut 3 Jahren läuft und jetzt so wahrscheinlich ins letzte Drittel der Geschichte geht. Und das heißt noch wahrscheinlich noch mindestens 1 oder 2 Jahre länger läuft. Gucken, die Leute nörgeln schon manchmal so ein bisschen halbgar an, so müssen wir das irgendwie demnächst mal zu Ende bringen. Oh, da habe ich ganz fiese Dinge drüber gehört. Arcane Codex ist dann eher nicht sowas für Kinder, oder? Überhaupt nicht, nee. Also abgesehen davon, dass das irgendwie sich als Dark Fantasy tituliert. Genau. Ich muss gestehen, ich habe es nicht so sehr mit Dark. Also ich benutze natürlich dann vermehrt vielleicht ein paar dunkle Aspekte, aber brauche trotzdem Helden. So, das ist, ich brauche eben was Heldenhaftes. Meine Helden müssen auch Helden sein, gerne mit Ecken und Kanten und so. Und was ja meine Jungs ganz gerne mal machen, ist, wenn sie hier ins Arbeitszimmer kommen und irgendwie im Rollenspielregal schmökern, sie wissen, sie müssen mich fragen, darf ich das denn nehmen, und nehmen das dann in die Hand. Und Arcane Codex ist eins, das sie sich auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen dürfen, weil das, also auch von der Aufmachung her natürlich für uns etwas ältere Rollenspieler tolle Aufmachung und hübsch und aufwendig gemacht. Aber für die Kinder ist das nichts. Nee. Irgendwie ziemlich gewaltig, Blut. Also da sind dann auch ein paar sehr explizite Bilder drin. Das auf jeden Fall. Ja, ein paar auf jeden Fall. Also da gibt es auch irgendwie nacktes Fleisch zu sehen, das allerdings in unverfänglichen Posen, sodass ich das per se nicht für dramatisch halten würde. Obwohl, also da ist ein Bild mit Obertun, dem großen Ork, Sklavenhändler, der mit seiner Karawane durch die Reiche zieht, und da gibt es irgendwie ein Bild, wo er Sklavinnen betrachtet, offenkundig gefesselt und nackt. Und wahrscheinlich würden die Jungs da noch nicht den Zusammenhang herstellen zwischen irgendwie Menschen als Besitztum, dann diese entwürdigenden Darstellung von nackter Frau oder nacktem Mensch. Noch ist Nacktheit für die irgendwie was ziemlich Unverfängliches und so. Deswegen wäre das vielleicht nicht so dramatisch, aber das wird dann das Alter kommen, wo das dann anders bewertet wird. Wahrscheinlich mit 14 finden sie es ganz toll. Mit Jungs meinst du deine beiden Kleinen, oder? Das sollten wir vielleicht unseren Hörern noch erklären. Ja, da gibt es 2 Jungs in meinem Leben, mit 5 und 7 Jahren im Moment. Und die sind natürlich von Papa angefixt, was Rollenspiele und Fantastisches angeht. Hat Papa sich gar nicht zurückgehalten, aber das ist auch gar nicht so dramatisch. Wir leben das ja zum Teil auch schon ziemlich lange. Das heißt, du bist so ein typischer, ich muss meinen Kindern Rollenspiel beibringen, Vater. Also die Sache ist, sie sehen ja, dass ich mich damit mitunter beschäftige. Ich versuche das so ein bisschen auf Zeiten zu beschränken, die sie dann eben nicht berühren. Da sind sie dann in Betten und schlafen oder versuchen einzuschlafen oder so. Das ist dann, wenn wir uns unter der Woche abends zum Rollenspiel treffen. Ich sitze im Arbeitszimmer am Rechner und die dann in ihren Betten. Das sehen die dann also nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz sehen die natürlich die Bücher, die hier stehen. Manche sehen sie nur den Buchrücken, andere wiederum dürfen sie in die Hände nehmen und mal durchschmökern und so. Und das fasziniert sie natürlich. Stellen sie Fragen, was ist das, was soll das? Und dann haben wir auch mal, darf ich ja schon vorweggreifen, da haben wir auch schon mal angefangen, was zu spielen, ja, Rollenspiel zu spielen. Oh, sehr cool. Da müssen wir gleich ganz dringend drüber sprechen. Oh, ich warte auf den Tag. Wahrscheinlich erzählen sie dann im Kindergarten, mein Papa hat ganz komische Bücher mit gefesselten Sklavinnen und Orks. Aber das ist dann eine andere Frage. Joost, erzähl uns doch mal. Joost gehört nicht zu unserem normalen Sprecherstamm, sondern Joost ist, haben wir dazu Gaststar. Geholt. Genau, ein Gaststar sozusagen, dazu geholt wegen einem coolen Projekt, was er am Start hat. Erzähl doch mal, was treibst du in letzter Zeit so und
Vielleicht erklärst du dann direkt unseren Hörern mal so ein bisschen. Spielen betrifft, habe ich mehrere Dinge am Laufen, verschiedene Rollenspielrunden, zwei, die mir besonders am Herzen liegen. Einmal eine DSA-Runde, in der wir die Borbarat-Kampagne spielen. Das ist vielleicht jetzt bekannt genug, da muss man nicht so viel sagen. Klassiker. Oh, ja, total. Kann man ja von halten, was man will, aber. Und eine andere Rollenspielrunde, in der spielen wir eine mittlerweile auch schon recht bekannte Kampagne namens Kingmaker. Derzeit auch auf Deutsch erschienen. D&D, Nein, glaube ich, ne, oder? Ich glaube Pathfinder in dem Fall. Pathfinder, so ja, sowas Genau, ähnliches. aber wir spielen das mit D&D 5 Regeln. Und Interessant. ja, das ist tatsächlich ziemlich einfach zu adaptieren, ohne größere Systemschwierigkeiten. Wir haben das ja auch schon angefangen unter D&D 4 Regeln. Die Runde eine Weile lang eingeschlafen. Aber weswegen ich das eigentlich erwähnen wollte, ist, die liegt mir unter anderem deswegen so sehr am Herzen, weil Kingmaker einen sehr großen Anteil an Regime Building hat. Also es geht tatsächlich darum, dass man eben nicht der Abenteurer ist, der irgendwie durch die Lande zieht, sondern man wird Frontiersituationen geschickt, wo man dann ein eigenes Reich aufbauen soll. Das ist recht reizvoll, weil man halt mit den jeweiligen NPCs, auf die man dann unter Umständen stößt, halt eben eine ganz andere Beziehung aufbauen kann. Jost, das heißt, du bist auch eher so der Fan von dicken Brocken, also DSA und D&D und nicht so der Indie-Spieler, oder? Das würde ich so nicht sagen. Ich habe jede Menge verschiedene Sachen ausprobiert. Das liegt, glaube ich, eher daran, was ich mit meinen Freunden halt zusammen spiele. Also, ich habe irgendwann mal durchgezählt, es werden bestimmt ein Dutzend, 15 verschiedene Systeme gewesen sein, die ich mittlerweile ausprobiert habe. Dann habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Klingt doch voll gut. Ich habe in letzter Zeit geheiratet, und tatsächlich hatten wir eine sehr schöne Feier. Wir haben nämlich mittelalterlich geheiratet und da können wir gerade eine schöne Überleitung machen. Darf ich Und dann auf trotzdem noch dieser. mal eben kurz Ja, Glückwunsch bitte. nachträglich Oh, sagen? Das danke gehört sich schön. da Das einfach. Ich glaube, wir haben uns über Facebook gratuliert, oder? Ganz genau hast du. Und ich wollte eigentlich nur erzählen, dass wir mittelalterlich gefeiert haben und dass wir auf dieser Mittelalter-Hochzeit auch Kinder hatten und einen Narr. Und der Narr hat jetzt tatsächlich etwas, ich würde sagen, Rollenspielartiges mit den Kindern gemacht. Tatsächlich waren die Kinder so ein bisschen schüchtern und der Narr hat eine Vorführung gemacht. Also der war super, ein großartiger Alleinunterhalter. Und der hat also die Kinder dann mit eingebunden und hat sie dann auch mehr oder weniger ins Spiel reingebracht. Und dann hieß es dann, der eine war der etwas ältere Junge, war dann der große Räuber und der kleinere Junge war der kleine Räuber und die große Prinzessin und die kleine Prinzessin und die durften dann auch mit Jonglieren und Zaubertricks vorführen und der hat die dann in die Rolle eingebunden und nach wenigen Sekunden waren diese Kinder begeistert dabei. Also die von der Schüchternheit war nichts mehr zu merken und sie standen jubelnd und tellerdrehend vorne und waren ganz gefangen. Und ich fand, das war so ein bisschen fast wie so ein Mini-Rollenspiel. Cool. Und das hat mir sehr gefallen. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt, als ihr mit Kindern was gemacht habt? Also mit eigenen ja, aber mit Fremden habe ich ja, also nur im Rahmen unserer familiären Aktivitäten was zu tun und die sind mir dann meist ja auch nicht so fremd. Aber du hast ja schon mal Ja. mit deinen Kindern Rollenspiel gespielt, Markus. Wie lief denn das? Erzähl doch mal. Also erstmal klar, die waren schon von vornherein begeistert. Die warteten ja auch nur auf den Punkt, wann Papa dann mal was in der Richtung macht. Ich habe immer so ein bisschen davon erzählt, dass ich dann eben mich mit Leuten zusammensetze und spiele oder das eben hier am Computer mache. Die Kinder wissen schon, dass man das nicht mit Computerspielen per se verwechselt. Dann, als ich dann irgendwann mal anfing, erst zu überlegen und das dann auch wirklich anzugehen, waren sie natürlich von vornherein Feuer und Flamme und wollten mitmachen. Ja, Und Moment, 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 jetzt muss ich dir ins Wort fallen. Wie ja. hast du denn überhaupt erklärt, was das ist? Also erklärt habe ich das eigentlich gar nicht so groß. Also es ist nicht so, als wenn ich das einem Erwachsenen erklären würde, wir machen Rollenspiele, oh, was ist denn das? Und dann fange ich an und überlege, wie mache ich das und so, da gibt es ja tausend und einen Ansatz. Das habe ich gar nicht gemacht, sondern wir haben uns gleich zusammengesetzt und irgendwie war auch von vornherein klar, wie das läuft. Ich beobachte bei meinem Sohn auch immer wieder, die Kinder lernen halt total von dem, was wir machen. Das ist halt, was wir machen, ist normal, ist die Norm. Wenn du einem erwachsenen Rollenspiel erklären willst, dann musst du immer erstmal da ausholen und von Geschichten erzählen und sowas ankommen. Aber ich meine, deine beiden Söhne sind ja in einem Rollenspielerhaushalt aufgewachsen. Ja, für die, das machen ja alle für die erstmal. Also wahrscheinlich hat das ein bisschen was damit zu tun, dass das irgendwie
Ich glaube, dass das meiste oder der meiste an Kenntnis darüber, was jetzt passiert, kam sicherlich daher, dass das irgendwie schon immer in unser Spiel mit einfloss. Geschichten erzählen, sowas meinst du? Gar nicht mal Geschichten erzählen oder vorlesen, sondern wenn wir zum Beispiel, das ist so ein großer Spielstrang, den wir haben, sind Lego-Sachen. Ursprünglich Lego Duplo, inzwischen sind wir schon auf das, was wir Klein Lego nennen, umgestiegen. Also das klassische, große, normale Lego meine ich nicht. Und da war das immer so, dass die Figuren irgendwie eine eigene Persönlichkeit haben, miteinander interagieren und die Kinder spielen mal diese Figur und mal jene Figur und die sind dann auch anders und das ist, im Grunde ist es ja schon praktisch die Quintessenz des Rollenspielens, so irgendwie das. Und ich glaube, das ist nicht mal irgendwie jetzt was Typisches aus dem Rollenspielerhaushalt. War bei mir auch so, als ich klein war. Also genau, und das ist letzten Endes ist dann der Sprung in die Richtung, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt und eben die Figuren weglässt, was wir beim ersten Spielen übrigens nicht gemacht haben, sondern dann eben Figuren auch mit dabei hat, nur man hat eben kein großes Set, das man irgendwie dafür jetzt noch aufbaut, eine Platte und Steine oder irgendwelche Fahrzeuge zusammenzimmert, sondern man sitzt dann einfach nur so da zusammen. Ich hatte Bögen vorbereitet, wo so ein paar Symbole und ein paar Sachen drauf standen und das war's. Und dann gab es da auch keine große Erklärung. Dann habe ich angefangen, den Einstieg zu erzählen, also nicht den Einstieg, was funktioniert hier, was passiert jetzt hier, sondern eben so irgendwie den Hintergrund der Geschichte oder den Einstieg dieser Geschichte zu erläutern. So und dann, was wir gespielt haben oder was mich inspiriert hat, war PP&P, das, was wir eben auch zu Hause haben, Plüschpower und Plunder. Juhu! Ganz Super. groß, von hier aus noch ein großer Norbert, großes Spiel, große Idee und die auch mich irgendwie als halb erwachsener und jugendlicher Rollenspieler trotzdem begeistert hat, auch wenn ich glaube, dass ich als Kind gar nicht so viel mit Plüschtieren zu tun hatte. Okay, vielleicht musst du ganz kurz erklären für unsere Hörer, die das noch nicht kennen, was ist das, warum sind da Plüschtiere wichtig? Also das ist ein Rollenspiel, wo jeder Spieler die Rolle eines Plüschtieres übernimmt und die halt zwischen den Menschen leben und sich den Menschen eben nicht als lebend zu erkennen geben. Soweit ich weiß, ist nicht jedes Plüschtier lebend. Das wird irgendwann beseelt, erwacht dann und kann dann eben mit anderen Plüschtieren interagieren. Und wenn ein Mensch dazwischen kommt, dann so ein bisschen wie Toy Story. Wenn man diese Toy Story, den Film gesehen hat, so ein bisschen kann man sich das so vorstellen. Wenn ein Mensch in der Nähe ist, lassen die Tiere sich fallen oder räumen sich selber zurück ins Regal oder so. Und ansonsten erleben sie ihre eigenen Abenteuer zwischen den Menschen. So und so in der Art habe ich das dann eben auch aufgebaut. Und die Kinder spielten dann ihre Plüschtiere. Wir haben einen großen Fundus an Plüschtieren und jeder hatte da irgendwie seinen Liebling. Und dann saßen die mit am Tisch, die wurden auch schon immer irgendwie beseelt und gespielt. Das war eigentlich auch immer schon so unser heimisches Familienspiel irgendwie so ein bisschen. Und dann war der Schritt, das als Rollenspiel zu verarbeiten, eben ein ganz einfacher und sehr naheliegender. Klingt super mega gut. Ich möchte mal ganz kurz auf einen Satz zurückkommen, den Martin, glaube ich, gerade gesagt hat. Hoffe ich. Nämlich, dass wir das eigentlich alle früher gemacht haben. Also ich erinnere mich auch daran, dass ich lange bevor ich wusste, was Rollenspiel ist, mit irgendeinem alten Lego-Flieger, Lego-Raumschiff, bla bla bla, durch die Wohnung gelaufen bin und Piu Piu gerufen habe und mir dabei Geschichten von Raumfahrern ausgedacht habe. Doch, natürlich. Ich würde das allerdings noch nicht als Rollenspiel definieren. Also sich selber Geschichten auszudenken und auch die oder kleine Welten aufzubauen und die mit Dingen zu füllen als solches, das ist natürlich schön und gut. Aber ich glaube, das Charakteristikum von Rollenspiel ist nun mal, dass man sich einer Rolle annimmt und die in einer gewissen Konsequenz versucht zu spielen. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die Kinder von Erwachsenen auch ein Stück weit trennt. Ich stimme Jost zu, das ist noch kein Rollenspiel, weil letztlich dieses sich Welten aufbauen und Sachen spielen, das machen ja eigentlich alle Kinder. Allein schon Puppenspiel und der ganze Komplex, der damit zusammenhängt. Wobei ich sagen würde, was Rollenspiel genau ist, ist ja sehr schwer zu definieren. Das hatten wir jetzt auch schon bei uns in der Redaktion wieder eine Diskussion drüber. Ob jetzt Geschichten erzählen und ein paar Leute geben Input, ist das schon Rollenspiel? Brauchen wir Regeln? Da müssten wir jetzt mal den Experten fragen, nämlich Jost, wie würdest du denn Rollenspiel bei Kindern dann definieren? Also erstmal geschenkt, klar, auch andere, das hat natürlich auch einen erzählerischen Anteil, sich eine Welt auszudenken und darin zu interagieren, selbst wenn man sich selbst spielt. Das ist, glaube ich, etwas, was ja auch relativ häufig ist, dass man sich selber da hineinversetzt. Es ist ja immer schon ein Schritt zu sagen, ich trete aus mir selbst heraus und nehme jemand andere, also die Identität irgendetwas anderen, von jemandem anderen an. Oft ist es ja so, dass
wenn Kinder in einer anderen Welt spielen, dass sie sich selber dann Kräfte oder Attribute zulegen, die vielleicht gar nicht da sind. Und wenn es nur ein Kostüm ist, ne? Also sie laufen dann in ihrem Schlafanzug einmal durch die Wohnung und sagen, ich habe ein Cape um und ein Schwert in der Hand und hurra! Ja, also da ist natürlich auch schon so ein gewisser Anteil von Schauspielerei drin. Aber Rollenspiel, wie gesagt, würde ich sagen, ist doch nochmal was anderes. Okay, spannend. Lass uns nochmal ganz kurz, Markus, du hast ja mit deinen Kindern dann so angefangen, Rollenspiel zu spielen. Wie haben die das denn aufgenommen? Begeisternd. Es war klar, dass, also das Erste, als ich sagte, wir sind jetzt zu Ende, und das gab die Geschichte auch her, das war klar, wir sind jetzt damit zu Ende. Wir haben geschafft, was zu schaffen war. Nochmal. Ja, also genau, richtig. Das war das Erste, was dann eben kam. Wir wollen nochmal. Und ich habe gesagt, so, jetzt lassen wir es erstmal sacken. Ich musste das für mich erstmal sacken lassen. Und ich weiß gar nicht, ob die Kinder das sacken lassen mussten, aber ich wollte das eben nicht sofort so inflationär auch benutzen. Es sollte eben was Besonderes sein. Und ich muss gestehen, das hat mich auch so ein Stück weit ausgepowert. So, das waren nur maximal 30 Minuten oder so. Aber das war eben sehr intensiv dann eben auch. Und da brauchte ich dann auch für mich ein bisschen Zeit. Und ich wollte darüber nachdenken, weil ich schon im Vorwege viel Zeit darüber gegrübelt habe, wie ich das mache, und jetzt wollte ich einfach mal die Zeit haben, darüber zu grübeln, war das jetzt gut, war das, was geht da noch, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen, so. Aber die Kinder, die haben das sofort aufgenommen und für die war klar, das muss nochmal passieren, und das ist dann ja auch einige Male dann nochmal passiert. Hast du sie dann auch so mega pädagogisch über Vater beiseite genommen und gesagt, so, wir haben jetzt Rollenspiel gemacht, lasst uns drüber reden, Kinder? Nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Also ich, für mich war klar, die Kinder müssen überhaupt nichts davon mitbekommen, wie mich das beschäftigt, vorher, nachher, das, keine Ahnung, das gehörte sich einfach nicht. Und das sind auch so Gedankengänge, in die ich die Kinder nicht mit reinziehen möchte. Das klingt dann so ein bisschen so, als wenn ich ihnen ein Stück weit eine Verantwortung über die Art und Weise, wie wir das machen, geben würden, die außerhalb der Spielebene liegt. Und das will ich ja auch nicht. Martin, du hast auch Kinder. Habe ich so gehört. Eins. Wird nächste Woche eins. Ach so. Ich warte. Siehste, hab ich das ewig falsch sehr auf Wünschen am Vorbereiten und Planen und Machen. Planst schon Kampagnen? Ja, allerdings auf einem sehr bilderbuchhaften Level. Also was ich mir überlegt habe, ist halt ein Rollenspiel zu machen, das wirklich, wirklich kindgerecht ist. Weil ich weiß nicht, ab welchem Alter Kinder anfangen, auch mit Schwertern zu spielen und so. Aber grundsätzlich möchte ich meinem Kind zumindest in den ersten Jahren eigentlich mitgeben, dass Gewalt keine wirkliche Lösung ist. Und es auch nicht unbedingt aus einer gewissen Unschuld rausreißen, die ich halt in vielen, vielen halt sehe und die mir auch gefällt für meinen Sohn. Und entsprechend bin ich am Überlegen, also Kuscheltiere ist schon mal ein super Ansatz, muss ich sagen. Ich habe die englische Version, Fuzzy Nights, glaube ich, heißt das, früher auch als Webcomic lange gelesen. Aber grundsätzlich wäre mein Ansatz etwas, das ich demnächst auch mit den Kindern von Bekannten testen möchte, ist ein Ansatz, wo es halt mehr so in Richtung Bilderbuch und Malbuch geht, dass man halt tatsächlich Charaktere sich ausdenken kann, aber dann als Abenteuer halt viele Aktivitäten dabei sind, die zum Beispiel Bilder malen, die Kinder dann halt malen müssen, oder Labyrinthe lösen, weil das zum Beispiel der Sohn von Bekannten von uns liebt, Labyrinthe, der ist irgendwie 5. Großer, großer Fan von Labyrinthen, dann kann er das lösen. Oder auch, dass, wenn man zaubert im Spiel, dass man Reime sich ausdenken muss, also dass man so ein bisschen in die Richtung Aktivitäten auch ein bisschen das einbaut und dafür halt weniger würfelt, ist so meine Herangehensweise. Und ich will, wie gesagt, sehr harmlose Geschichten erzählen erstmal, denn das Leben wird noch früh genug ernst, denke ich immer. Das klingt aber so, als hätten wir dann so in 2 Jahren das Kinderrollenspiel von Martin Zabel. Wahrscheinlich, ja. Aber du wirst es wirklich rausbringen, das ist cool. Ja, zumindest in so Print-on-Demand oder PDF-Form oder so, also ja. Oh, sehr cool. Sag mal Bescheid, wenn es in der Playtest-Phase ist, dann mach ich mit. Ja, stimmt, das können wir auch deinen Kindern dann auch mal geben, ne? Wobei, ich glaube, der Größere ist schon fast zu alt dann. Aber naja, wir können es versuchen. Jetzt haben wir natürlich den Profi noch gar nicht gefragt. Profi in Anführungszeichen. Der Jost macht das ja quasi regelmäßig, wenn ich das richtig verstanden habe, an einer Grundschule in Hamburg. Wie läuft denn das da? Erzähl uns doch mal so. Du hast ja wahrscheinlich viel mehr Erfahrung mit Rollenspielen mit Kindern als wir alle. Also erstmal ist es richtig, ich mache das jetzt tatsächlich schon ziemlich lange, seit 5 oder jetzt 6 Jahren. Also manchmal einmal die Woche, je nach Halbjahr. Ich habe es aber auch schon 3-mal die Woche gemacht und das sind dann immer so 1,5 Stunden Blöcke mit
3 bis 8 Spielern, je nachdem. Im Alter von 7 bis 10 oder wenn einer mal ganz besonders alt ist, 11. Und die Kinder müssen sich dafür anmelden, oder? Ja, genau. Es ist so, dass die Schule, an der ich jetzt aktiv bin, die hat ein Nachmittagsprogramm, das verschiedene Kurse anbietet. Das reicht dann so von Schattenfigurentheater über Ringen und Raufen oder Holzwerkstatt, Kinderyoga, alles Mögliche. Und da gibt es eben auch meinen Kurs, der da heißt Riesenzwerge, Herr der Ringe. Die müssen sich anmelden und es werden leider nicht immer alle genommen, die sich dafür anmelden. Das geht dann so ein bisschen auch darum, dass die Gruppen bespielbar bleiben bzw. betreubar bleiben. Man kann sich vorstellen, Klar. mit 16 Leuten, also mit 16 Kindern, kann ich alleine keinen Kurs machen. Und erfreulicherweise hat sich unsere Schulleitung bereit erklärt, den Schlüssel, den Betreuungsschlüssel sehr kleinteilig zu halten. Das bedeutet, dass wir so bei 5, 6 Kindern eigentlich einen neuen Leiter dazunehmen. Das heißt, wir machen unsere Kurse teilweise zu dritt. Brauchen die Kinder dann eine Genehmigung von den Eltern oder ist das einfach so? Wenn die Kinder bei uns mitmachen, dann ist die Erklärung da. Punkt. Erst einmal. Tatsächlich muss man mittlerweile sagen, die Kinder, die jetzt bei uns in der Grundschule sind, die haben in der Mehrzahl Eltern, die wissen, was Rollenspiel ist. Das ist sehr Wenn sie nicht, erfreulich. ja, genau, das sind dann, das seid dann ihr gewissermaßen, ne? Also oder die Leute, die halt in den 80ern Rollenspiel gespielt haben oder in den 90ern, deren Kinder sind jetzt halt bei mir. Das ist wirklich mehrheitlich, hast du gerade mehrheitlich gesagt? Wissen die, was Rollenspiel ist? Ja, das meine ich auch so. Ich muss auch nochmal nachfragen und eigentlich kommen mir gerade Freudentränen. Überrascht mich Super. gar nicht. Okay. Und die haben also so ein gewisses Vorwissen und wie nehmen die das so auf? Wer jetzt, die Eltern oder die Kinder? Ja, die Kinder. Okay, alles klar. Also, wie nehmen die das auf? Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man es da zu tun hat. Ich würde erstmal unterscheiden zwischen Kindern, die da so ein bisschen affin sind, also Eltern, die halt, ne, wie ihr beispielsweise, die da ohnehin ein bisschen Erfahrung haben oder gerne Fantasy-Romane lesen oder überhaupt, ich weiß nicht, den Herrn der Ringe bei sich im Regal stehen haben. All diese Kinder, die diese Dinge halt schon mal gesehen haben oder irgendwie wahrgenommen haben, die sind recht gut orientiert und die fallen da auch erstmal vom Genre her sozusagen erstmal in gemachtes Bett. Das fällt ihnen ganz leicht. Die wissen halt, okay, es gibt eine Geschichte, die fängt irgendwo an, wir sind die Protagonisten und wir machen mit. Dann gibt es diejenigen, die da, sage ich mal, durch Zufall landen oder die einfach neugierig sind, die sich das mal angucken wollen. Die sind dann natürlich auch ein bisschen davon angezogen, dass unser Kurs halt explizit sich Spiel nennt. Das klingt nicht nach Schule und wir machen es nun mal im schulischen Rahmen und es kann eben auch schon Grundschüler geben, die nicht so viel Bock auf Schule haben. Die lernen das dann kennen und ich würde sagen, in 8 von 10 Fällen sind die davon eigentlich auch tendenziell ganz angetan. Es gibt natürlich immer mal welche, für die ist das nichts, die wechseln dann den Kurs, aber das kommt vor. Das muss auch nicht unbedingt was mit dem Format zu tun haben, das kann auch mit ganz anderen Dingen zu tun haben. Aber tendenziell kommt das sehr gut an und zwar auch, wenn wir Mädchen dabei haben, sind Mädchen auch tendenziell auch immer gut dabei. Also ich habe die Erfahrung, dass in dem Alter, wo ich mit Kindern spiele, Mädchen tendenziell, sage ich mal, ein kleines bisschen voran sind. Das ist ja nicht ganz, Ja. ganz, ganz, ganz unübliches, Wissen, dass irgendwie die Mädels meistens, im gleichen Alter den Jungen ein bisschen voraus sind. Es ist insofern ein kleines bisschen überraschend, weil die Jungs tendenziell deutlich, genreaffiner sind und sehr viel mehr Handlungsmuster bereits, vorhanden haben. Also die haben häufiger Merlin bei RTL 2 geguckt oder Harry Potter gesehen oder sonst was in der Art oder kennt schon den Hobbit oder den Herr der Ringe. Jetzt vielleicht nicht den dritten Teil vom Hobbit. Aber die kennen einfach deutlich mehr. Die haben sehr viel mehr Erfahrung mit den Klischees, die kennen mehr Bilder, die haben mehr Fernsehserien gesehen, die haben mehr Bücher in dieser Richtung gelesen und sind da einfach, sag ich mal, orientierter. Trotzdem ist es so, dass die Mädchen, wenn man sie mit komplexen Aufgaben oder sowas dann konfrontiert als Spielleiter, dass die oft, sag ich mal, spielorientierter sind oder sagen wir mal teamorientierter. Und das finde ich ist eine Kompetenz, wie man sowas nennt, die dann doch immer auffällt, dass sie bei Mädchen deutlich stärker ausgeprägt ist.
Das heißt, du kannst nachher auf irgendeinem Bogen Kompetenzförderung ein Häkchen machen. Das muss ich nicht. Sehr schön. Aber lass uns nochmal über das Alter reden. Du hast ja, gesagt, Grundschüler gibt es da auch. Von welcher Altersgruppe reden wir hier eigentlich bei dir? Von der 2. bis zur 4. Klasse. Das heißt, die Jüngsten sind noch 7, die Ältesten sind 10, die Allerältesten mal 11. Das ist jetzt natürlich alles im schulischen Rahmen, also geht es nicht unter 7. Aber aus deiner Erfahrung jetzt vielleicht mit auch gerade sehr jungen Spielern im Bereich 7 oder vielleicht sogar 6, weil wenn früh eingeschult, glaubst du, dass es ein Alter gibt, wo es einfach noch keinen Sinn macht? Das ist auch jetzt mal die Frage an die anderen beiden. Glaubt ihr, dass es ein Alter gibt, wo man das einfach noch nicht machen sollte? Ich meine, Markus' Kinder sind jetzt 5. Also unterhalb von einem bestimmten Alter ist es für die Kinder zu real. Aber ich kann da selber noch nichts zu sagen. Ich meine, mein Sohn spricht halt noch nicht. Deshalb sind solche Sachen noch nicht so ganz drin. Er kann gerade laufen. Hast du ihm wenigstens dieses knuffige Baby-T-Shirt angezogen mit dem Dungeons and Dragons Charakterbogen? Unter keinen Umständen. Aber er hatte einen Nordkon-Strampler. Das ist auch großartig. Großartig. Wenn schon Nerds, dann auch richtig. Den habt ihr selber gemacht oder gab es den mal irgendwo? Den haben Bekannte gemacht für ihn. Sehr cool. Aus einem Helfer-T-Shirt. Großartig. Und da hätten wir auch noch das eine oder andere, was hier kein Mensch mehr anzieht. Ich muss gestehen, ich würde das tatsächlich nicht an dem Alter festmachen, sondern eben, wie Just auch gesagt hat, dann so der gefühlten Gesprächskompetenz. Ja. Und war doch Just, der das gesagt hat, ich weiß jetzt gar nicht. Ziemlich sicher. Und das heißt dann eben nach Gefühl. Aber klar ist irgendwie, 3 wäre mir zu wenig. Und ich weiß auch nicht, ob ich das mit unserem Jüngsten angefangen hätte, wenn es nicht einen älteren Bruder gegeben hätte. Ich spiele ja total gerne mal so ein bisschen Advocatus Diaboli irgendwie. Oder ich nehme mal jetzt gerade die Rolle so der fiesen Langweiler mit den dummen Argumenten an. Und ich sage mal, Rollenspielen mit Kindern, irgendwie, ach, das verwirrt die doch nur, dann kriegen die ein Realitätsproblem und am Ende sogar vielleicht noch eine Psychose. Just, aus deiner Erfahrung, wie verarbeiten Kinder das mit dem Rollenspielen? Vorab muss ich sagen, dass ich die Erfahrung mit diesem Argument schon mal gemacht habe, aber nicht als... Spannend. Ja, aber das war zu einer Zeit, als ich selber 11 war und ich damals in der 5. Klasse mit Leuten Rollenspiel spielen wollte und einem meiner Mitspieler das tatsächlich verboten wurde, genau mit dem Grund. Aber wir reden jetzt hier über die 90er Jahre, die frühen 90er. Also da war das noch ein bisschen was anderes. Und ich glaube, solche Geschichten, die kursierten auch bei uns früher auf der Schule, bis hin zu Lehrern, die in dem Moment, wo sie erfuhren, was wir machten, doch mit diesen Geschichten kamen. Und ich war mir eine lange Zeit lang nicht sicher, ob das nicht irgendwelche Urban Legends sind, wie man so schön sagt, dass dann da halt wirklich schwierigste Dinge oder Psychosen raus sich entwickelten. Aber es soll einen Schüler bei uns an der Schule gegeben haben, den ich auch selber zu Gesicht bekommen habe, auch wenn ich mich nie mit ihm darüber unterhalten habe, bei dem tatsächlich irgendwie das Ganze schwerste Folgen hatte. Keine Ahnung. Warte mal. Also Korrelation und Kausalität sind nicht das Gleiche. Auf jeden Fall. Also ich würde sicher, jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie in einem ursächlichen Zusammenhang hängt und dass da die Ursachen an ganz anderer Stelle liegen und letzten Endes das nur irgendeine Art von Ventil oder irgendeine Art von i-Tüpfelchen war oder wie auch immer man das nennt. Also das gibt es ja viele Diskussionen über die verschiedensten Zusammenhänge bis hin zu den ganzen Ego-Shooter und Amok-Geschichten oder sowas. Wie gesagt, dieses Thema gab es auch bei uns in der Jugend, dass das irgendwie was ganz Fürchterliches ist oder war. Und ich glaube, das hat sich spätestens seitdem gelöst, seitdem die Spielekultur sich einfach in den letzten 20 Jahren ziemlich drastisch verändert hat. Und nicht mehr so spießig ist. Tatsächlich habe ich im Vorfeld für diesen Podcast mich so ein bisschen durch ein paar psychologische Studien dazu gewühlt. Ich habe nicht alles dazu gelesen, aber ja, ich habe mich brav vorbereitet. Und gerade so zum Aspekt von Spiel und Rollenspiel, wobei der Begriff Rollenspiel in der Psychologie relativ weit gefasst ist, also weit über das hinausgeht, was wir unter Rollenspiel definieren würden. Ja. Gerade das Hereinfinden in andere Rollen, das spielerische Ausprobieren alternativer Charakterkonzepte oder Wirklichkeitskonfigurationen soll zumindest, nachdem was ich gelesen habe, sehr positiv für die Kinder sein, nämlich sie dabei unterstützen, sozial kompetenter zu sein, teamorientierter natürlich, vielleicht auch ein bisschen, je nachdem wie viel System verwendet wird, vielleicht ein bisschen logisch orientierter, aber auf jeden Fall Empathie fördern und
ein spielerisches Ausprobieren für das spätere Leben sein. Also eigentlich nur positiv. Da hast du ungefähr gerade alles aufgezählt, was ich meinen Eltern sage, wenn sie tatsächlich mal kommen und fragen, warum das sinnvoll ist. Dann haben wir die gleichen Studien gelesen. Nee, tatsächlich nicht, aber es liegt doch eigentlich auch auf der Hand. Sobald man ein System einführt, dann werden diejenigen, die sich ein bisschen für Lücken und für Schummeln und sowas interessieren oder sowas halt gerne mal ausprobieren, die daran interessiert sind, die werden genau diesen Aspekt des Spiels dann aufgreifen und sich darauf stürzen und vielleicht dann halt eben der Charakteroptimierer sein, beispielsweise. Dann lass uns noch mal ganz kurz über Grenzen reden, denn manches, was wir so in unserem Rollenspiel machen, würde ich, glaube ich, in einer Rollenspielgruppe mit Kindern nicht so gerne sehen. Habt ihr da vielleicht irgendwie ein paar Erfahrungen gemacht, wo ihr jetzt im Rollenspiel mit Kindern eher so auf dem "Oh, das muss ich jetzt aber bremsen, sonst läuft das aus dem Ruder" gestoßen seid? Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich den Anspruch habe, zu behaupten, also an meine Schüler zu vermitteln, Gewalt ist keine Lösung. Wenn ich den Kindern zumute, sich in einer fantastischen Welt zu bewegen, zum Beispiel in Aventurien beispielsweise, dann sage ich den Kindern beispielsweise, das ist eine Welt, in der es Räuber gibt und deren Methoden sind halt nicht Geld, sind eben nicht unbedingt, ich raub euch aus und dann lasse ich euch ziehen, sondern die werden im Zweifelsfall gar nicht erst fragen, das kann schon sein. Auch wenn ich solche fantastischen, also Fantastikmarker wie Drachen oder Orks oder überhaupt fantastische Wesen einsetze, dann finde ich, dann ist aber auch sozusagen bereits markiert, dass das, was ich da eigentlich mache, eben sich nicht in unserer Realität bewegt, sondern in einer anderen. Und in der gelten eben andere Regeln. Trotzdem, ist ein bisschen ausgewichen von Antwort her, hast du irgendwann mal ganz klar, jetzt haben wir über Gewalt geredet, aber ganz klar an so einem Punkt gemerkt, als wenn wo ein Kind mal was ausprobieren wollte, wo du gesagt hast, vielleicht in deinem Alter noch lieber nicht. Deiner Einwurf von mir, ich mache das auch bei Erwachsenen, wenn ich Spielleiter bin. Hervorragend. Und, was würde dir so einfallen spontan? Jetzt mir oder Jost? Euch beiden, wenn ihr gerade was habt. Oder auch Markus. Also bei mir gab es sowas in der letzten Sitzung, oder zumindest etwas, was so langsam an die Grenzen dessen ging. Da war mein Jüngster probierte tatsächlich aus, einen Menschen so sehr zu piesacken, dass er sich dabei ernsthaft verletzen konnte. Also er hatte den an Bein gestellt und irgendwie ein bisschen gepiesackt, er fiel um. Ich beschrieb das Ganze ein wenig spielerisch, sodass nicht allzu viel dabei passierte. Und ich merkte schon, wie er versuchte anzusetzen und das weiterzutreiben. Aber ich weiß gar nicht mehr, irgendwas kam dazwischen und dann war die Geschichte aus der Welt. Also so eine Art von angehender Folter. Okay. Ja, halte ich auf jeden Fall für ein Thema, was sehr kritisch ist. Ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt und ich habe von einem Bekannten, der mit Kindern gespielt hat, gehört, dass in so einer Kinderrunde er tatsächlich mehrere Dinge einfach verboten hat oder verhindert hat. Und das eine war tatsächlich interessanterweise Cross-Gender-Play, also dass er darauf geachtet hat, dass die Kinder ihr eigenes Geschlecht spielen. Da können wir uns drüber unterhalten, ob das Sinn macht. Das andere war tatsächlich zu ausufernde Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt. Und das dritte war tatsächlich auch Folter. Also das, was wir auch so an hart an Geschmacksgrenzen definieren würden, was vielleicht in so einer erwachsenen World of Darkness-Runde gut aufgehoben ist oder Arcane Codex, aber eher nicht so in Kindern. Wie alt waren die Kinder, dass sie überhaupt auf sexuelle Gewalt kommen? 9, interessanterweise. 9 Jahre. Ich will nur kurz, das ist nicht so verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass sie in der 4. Klasse bereits Sexualkunde haben. Also sexuelle Aufklärung ist nun mal etwas, was auch in der Grundschule Thema ist. Und ich kann dir immer sagen, spätestens im Februar werden meine Viertklässler ganz viel Penis und Scheide sagen und sich über Analverkehr unterhalten. Das ist einfach so. Ja, aber da ist ja noch keine sexuelle Gewalt mit drin. Das ist Sexualität. Und Sexualität und Gewalt zu verbinden, ist, glaube ich, ein anderer Schritt. Auf jeden Fall. Allerdings ist das wohl in der Runde passiert. Also einer der spielenden Kinder, eines der spielenden Kinder wollte dann tatsächlich irgendwie eine Art von Sexualität mit einem NSC ausprobieren und der NSC wollte das natürlich nicht und es wollte es halt trotzdem und wollte noch Gewalt anwenden und da ist sofort der Spielleiter eingeschritten und gesagt, nee, sorry, an dem Punkt muss ich jetzt mal ein, zwei Dinge outgame mit dir klären, das geht so nicht.
An der Stelle würde ich dir auch zustimmen. Und genau das ist es, glaube ich, auch, Martin. Sexuelle Gewalt beginnt ja bereits in dem Moment, in dem man Leute belästigt oder halt eben auf Leute zutritt. Also ich will dich nicht belehren, ne? Aber es beginnt halt eben sehr früh, dass sexuelle Gewalt in irgendeiner Form sozusagen angespielt werden kann, ohne dass den Kindern das in dem Sinne als solches auch bewusst wäre oder so. Ja, wie gesagt, ich will dich gar nicht belehren, ne? Also es ist dir wahrscheinlich völlig klar. Wenn du in einer spielerischen Situation bist, in denen du den Kindern ja auch irgendwie zumutest, so ein bisschen Welterfahrung und Testhandeln halt eben durchzuführen, dann kann das halt eben auch mal irgendwo hingehen, wo sie halt keinerlei Erfahrungswerte haben. Und an der Stelle ist dann eben die Frage, wie man damit als Spielleiter umgeht. Ich zum Beispiel lasse den Kindern recht viel durchgehen, aber ich arbeite halt A mit In-Game-Feedback. Also wenn irgendjemand halt versucht, irgendwie mit einer Kellnerin rumzuknutschen, beispielsweise in der Taverne, dann kriegt er halt eine Ohrfeige oder da sind dann andere Leute halt eben auf und mischen sich ein. Also das ist tatsächlich die Methode, die ich bei Erwachsenen auch mache, wenn sie in meinen Spielen Dinge machen, die ich für ethisch falsch halte. Genau, also das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die tatsächlich einfach mal beiseite nimmt. Meistens mache ich das jetzt beispielsweise nach dem Kurs, wenn mir irgendwann mal was so richtig gestunken hat und was ich auch wirklich schwierig fand und ich dann einfach nochmal mit denen 2 Minuten rede. Es ist überhaupt eigentlich ganz praktisch, gerade bei kleinen Kindern, die halt eben also kleine Kinder meine ich jetzt tatsächlich auch schon so 7, 8, 9, denen einfach mal ein Feedback zu geben, wie fand ich das denn, was ihr da heute so gemacht habt? Okay, das ist natürlich gerade wichtig, wenn man mit fremden Kindern arbeitet. Ich glaube, Markus' Kinder nehmen sehr genau wahr, wie er darüber denkt, nehme ich an, oder weil sie ihn auch kennen als Vaterperson. Aber gerade wenn man in deiner Situation dann mit fremden Kindern arbeitet, ist vielleicht dieses Feedback noch ein bisschen wichtiger, als wenn man das in der Familie macht, könnte ich mir vorstellen. Aber was haltet ihr denn vom Cross-Gender-Aspekt? Also der Freund von mir, der das gemacht hat, hat auch ganz klar gesagt, Cross-Gender gibt es nicht, Punkt. Also ich weiß, dass das auch viele ältere Rollenspieler irgendwie umtreibt, dieser Aspekt. Und ich habe selber noch nicht darüber reflektiert. Ich weiß aber, dass ich aus dem Bauch heraus den Kindern überhaupt nichts verboten hätte in der Richtung. Weil ich glaube, dass irgendwie meine Jungs auch noch nicht so in diesen Stereotypen drin sind, dass ich das Gefühl hätte, sie würden dann irgendwas groß anderes machen. Also es gibt natürlich klar erkennbare körperliche Unterschiede, so. Bei Stofftieren? Also jetzt erstmal Rollenspiel allgemein und Frau und Mann oder Junge und Mädchen. Und ich würde tatsächlich irgendwelche gesellschaftlichen Rollenbilder oder Rollenverständnisse oder, keine Ahnung, überaltert, historisch, modern, wie auch immer, das würde ich alles außen vor lassen. Und letzten Endes, wenn die Kinder irgendwie das Gefühl hätten, das wäre okay, das könnte man mal so machen, dann würde ich sie erstmal gewähren lassen. Es sei denn, ich würde irgendwas erkennen, dass sie dann tatsächlich irgendwie ein völlig anderes Verhalten an den Tag legen, das an einem Geschlecht festmachen. Und dann darüber sinnieren, was bedeutet das? Aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das ist letzten Endes nichts anderes. Also es ist halt, die sind körperlich anders, aber das spielt in unserem Spiel sicherlich noch überhaupt keine Rolle. Und deswegen hätte ich damit überhaupt kein Problem. Da hätte ich mal eine Nachfrage. Du meintest gerade so überhaupt so überkommene Stereotype würdest du gerne vermeiden. Was ist mit Götterglauben? Super spannendes Thema. Das, glaube ich, spielt bei uns auch noch keine Rolle. Das ist auch für die Kinder auch noch nicht so das große Thema gewesen. Wir sind, also nur ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, eine Familie, die per se verschiedene religiöse Einflüsse irgendwie in ihrem Umfeld hat, die Kinder irgendwie mittragen, aber eher so eben in ritualisierter Fassung. Das heißt, ich glaube, die Reflexion darüber, was das bedeutet, also was Religion an sich bedeutet, darüber sind sie noch nicht, also soweit sind sie noch nicht. Damit haben wir auch wenig mit ihnen drüber gesprochen. Ich spreche es nur deswegen an, weil das eine Sache ist, die also unser Team relativ einfach löst. Wir sagen schlicht und einfach, in den Welten, in denen wir spielen, das ist nicht die unsere, die haben wir uns ausgedacht, da A, gibt es Götter oder B, gibt es keine Götter. Das heißt, wir setzen das am Anfang tatsächlich und haben bisher damit auch noch nie Probleme gehabt. Wohlgemerkt vor dem bewussten Hintergrund, dass wir halt eben manche Kinder haben, in deren privaten Leben halt Religion, also familiär durchaus eine große Rolle spielt und manche, bei denen es halt gar keine Rolle spielt.
Wenn das so gut aufgenommen wird, warum denn nicht? Das klingt doch nach einer soliden Lösung, wenn es noch keine Probleme gab. Also ich glaube auch, dass in der Altersgruppe bis zu 10 Jahre, dass da sicherlich auch schon etwas mehr in der Richtung passiert ist und auch mehr von den Kindern aufgenommen wird und darüber nachgedacht wird. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Also ich glaube, in dem Raum, dass man das als Spiel deklariert und als so einen sicheren Raum, kann man natürlich auch viel machen und blockt man natürlich auch viel potenzielle Kritik von Eltern ab. Ich denke halt die ganze Zeit so an wütende Eltern, was die alles sagen könnten. Irgendwie, oh, mein Kind ist jetzt Atheist wegen euch oder so. Oder mein Kind behauptet jetzt, es gibt Wotan. Das ist natürlich alles etwas schwierig, wenn man dann mit aufgebrachten Eltern konfrontiert wird. Aber wenn man das Ganze sehr klar als Spiel deklariert und die Kinder das auch als das wahrnehmen, was mich ein bisschen überrascht, dann ist das okay. Vielleicht um nochmal auf ein Stichwort zurückzukommen, was du vorhin mal genannt hattest. Es ist nun mal so, dass Kinder eben sehr früh lernen zu differenzieren zwischen der realen Welt und zwischen Welten, die erzählt sind. Also das fängt wirklich sehr, sehr früh an. Es mag mal Mischverhältnisse geben. Ja, es kann eben sein, dass das Spiel, was sie irgendwo betreiben, für sie ähnlich wichtig ist wie das, was sie sonst halt irgendwie im Fußballverein machen oder mit ihren Freunden irgendwie im Wald oder was auch immer, ist ja egal. Aber es gab bei mir beispielsweise mal eine Szene, da haben sich halt eben mehrere Kinder so sehr über einen der Mitspieler geärgert, weil der im Spiel halt was gemacht hat, was im Spiel ziemlich doof war für die, dass sie ihn wohl dann irgendwie auf dem Schulhof wohl ein bisschen zu Leibe gerückt sind. Oha. Also nichts wirklich Dramatisches, das ließ sich dann tatsächlich auch innerhalb des Spiels dann relativ schnell ausbügeln. Aber ich bin halt nicht jeden Tag an dieser Schule und ich kriege sowas logischerweise auch auf dem Schulhof nicht mit. Ich komme halt für meinen Kurs. Aber der Lehrer, der diesen Schüler halt eben hatte, der sagte mir, ja, der ist ein bisschen unglücklich, weil die anderen sind halt nicht so nett zu dem aus irgendeinem Grunde. Dann habe ich mir das mal so ein bisschen angehört und da konnte ich dann als Spielleiter in dem Sinne so reagieren, dass ich dann halt genau demjenigen, der so ein bisschen angefeindet wurde, halt dann eine besonders heldenhafte Situation verschafft habe, in der er sich dann gewissermaßen dann auch wieder legitimiert hat als Figur. Und dann war das nie wieder Thema. Das spricht natürlich auch ein bisschen dafür, dass man über das gemeinsame Rollenspiel auch so kritische Sozialverhältnisse, also eben Zwischenverhältnisse zwischen Kindern, ein bisschen kippen kann. Also ich meine, es ist ja Teamspiel. Also wenn genau. Es etwas gibt, was im Rollenspiel geübt wird, dann ist es soziale Interaktion. Und bei mir ist das nochmal ein bisschen verschärft durch die Tatsache, dass das jahrgangsübergreifend und klassenübergreifend stattfindet. Also ich habe halt jede Menge Leute aus den verschiedensten Klassen und auch den verschiedensten Jahrgängen, die auf dem Schulhof unter Umständen nichts miteinander zu tun haben würden. Und die lernen sich da logischerweise kennen. Und bilden da halt eben eine Gemeinschaft, die dann irgendwie ja auch immer ein bisschen aufeinander angewiesen ist. Das kann ich letztlich nicht beschwören, aber ich weiß, dass es halt eben quasi beste Freundschaft durchaus gegeben hat. Ich muss da vielleicht auch wirklich dann immer dran denken, dass man halt, glaube ich, wenn man mit Kindern spielt als Spielleiter, nicht unbedingt so die Sandbox-Simulationismus den auffahren muss, sondern ein bisschen mehr denken eingreift, ne? Das heißt, insgesamt muss man, glaube ich, auch das würde ja Markus Erzählung so bestätigen, dass man insgesamt mit Kindern sehr viel mehr reflektiert, als wenn man jetzt einfach eine Runde mit seinem Kumpel spielt, weil das ja auch eine ganz andere Situation ist, weil man ja viel mehr, sagen wir mal, pädagogische Nebengedanken und pädagogische Verantwortung haben muss. Ja, natürlich, sind ja Schutzbefohlene im weitesten Sinne. Also das klar geht das nicht anders als. Aber das ist auch bei jedem anderen Spiel, was man mit den Kindern macht, irgendwie so. Also egal, was wir spielen, sieht man, dass die Kinder mitunter in Streit geraten und man überlegt, wie man sie da jetzt rausholt. Es gibt immer irgendwie so ein, also bei uns im Rollenspiel gibt es das bisher noch nicht, aber natürlich bei vielen anderen Spielen gibt es so einen Wettkampfaspekt und da sollen die sich natürlich auch aneinander reiben dürfen, aber dann gibt es gleichzeitig eben den Aspekt, dass sie gemeinsam eine gute Zeit erleben sollen, dass eben der Weg das Ziel ist und so und das muss auch irgendwie miteinander, das muss auch irgendwie mit reinspielen, so dass, also da bleibt nicht aus, dass man als Eltern und jetzt wahrscheinlich dann eben auch als Pädagoge in professioneller Sicht immer anders dabei ist, auf einer anderen Ebene dabei ist und irgendwie das begleitet. Kann man das irgendwo lernen, mit Kindern Rollen zu spielen? Learning by doing? Ich kann jetzt mal ganz blöd meine eigene Frage beantworten. Ich habe das gelernt.
Tatsächlich. Ach, und zwar, ja, das ist kein Witz, und zwar bei den Waldrittern. Der Waldritter e.V. ist ein deutschlandweiter Verein, der LARP mit Kindern anbietet. Und die bieten regelmäßige Workshops an, wo man dann lernen kann, LARPs zu designen oder LARP-Gruppen speziell auf Kinderbedürfnisse aufzuziehen. Und jetzt, da... Ja, bitte fragt. Jetzt meine erste Frage wäre natürlich, wenn du sagst, man lernt das, dann gibt es ja jemanden, der dir das beibringt. Und da ist die Frage, welche Qualifikation hat dieser Mensch? Der mir das beibringt, ist einer der Gründer des Waldritter e.V., der Daniel. Der macht das schon seit, ich glaube, jetzt insgesamt über 10 Jahren und betreut deutschlandweit verschiedene Projekte mit Kindern. Die haben also nicht nur LARP-Gruppen, die sich regelmäßig treffen, wo die Eltern dann ihre Kinder abgeben und die dann durch den Wald laufen und dann auch pädagogisches LARP machen, wie das heißt, sondern die machen auch zum Beispiel Alternate Reality Games für ältere Kinder oder ganz besonders fordernde LARPs für Jugendliche zu sozialen Brennthemen, zum Beispiel wie Flüchtlinge. Und wenn er mit Kindern arbeiten wird, also im Sinne von LARP, dann wird er unter Umständen halt eben auch versicherungstechnische Dinge zu beachten haben, die ihm dann, glaube ich, auch einfach gewisse Dinge nahebringen, worauf er dann zu achten hat. Also ich glaube, da ist der Reflexionsstand zwangsläufig ziemlich hoch. Ja, also versicherungstechnische Dinge spielt natürlich auch drin, aber wir haben zum Beispiel versucht, auf einer dieser Trainingsabende ein LARP zu entwickeln ohne Gewalt. Und das war ziemlich spannend. Also es war dann eine Geschichte einer weggelaufenen kleinen Prinzessin. Also eigentlich die Geschichte hat einen anderen Einstieg. Es war eine Prinzessin entführt worden von einem Oger und durch mehrere Abenteuer Parcours im Wald traf man dann irgendwann mal die Prinzessin mit dem Oger mit. Die war einfach bei dem Oger in der Hütte und die war einfach mit dem Oger mitgegangen, weil sie Mitleid hatte, dass er so einsam ist. Und dann haben die Kinder dann mehr oder weniger pädagogisch darüber lernen können, auch pädagogisch mit dem Holzhammer natürlich, dass man sich große Sorgen macht, wenn ein Kind einfach ohne Bescheid zu sagen mit irgendwem Fremdes mitgeht, auch wenn es Mitleid an ihm hat und dass das vielleicht auch gefährlich ist. Trotzdem finde ich es spannend, dass das betont werden muss, es ist ein LARP ohne Gewalt. So als wenn das eben was Besonderes ist. Ja, ich kenne auch viele höfische LARPs, die weitgehend ohne Gewalt auskommen, aber irgendeiner will dann doch immer duellieren, weil das ja so cool ist, wenn man die Polsterwaffen hat. Und wenn du Kindern eine Polsterwaffe in die Hand drückst, dann bricht auch die Hölle los. Naja, also, aber es ist eben auch ein Stück weit der Reiz des LARP, dass man eben so Dinge tun darf, die man sonst wohl nicht darf. Ne? Also man, genau. Wenn man das also bouldern oder sowas in der Art. Es gab jetzt beim letzten Nordcon zwei meiner Schüler, die sind da hingegangen und haben mich dann am Tag drauf dann in der Schule angesprochen, ob ich denn auch da gewesen wäre. Und als ich dann fragte, was die da so gemacht haben, meinten die, ja, unsere Eltern haben uns da an der Tür morgens um 10 abgegeben und dann haben sie 6 Stunden durchgebouldert. Aber ja, also ich glaube, dass das natürlich nochmal auch eine ganz andere Perspektive ist, weil man, wie er richtig sagt, im LARP gerade auch so den körperlichen Aspekt hat, den man im Tischrollenspiel ja nicht hat oder zum Beispiel im anderen Gaming-Bereich, wenn man zum Beispiel mit Kindern irgendwie Videospiele oder Videorollenspiele spielt, das fehlt natürlich. Und wenn du einem Kind Kinder sind ja generell eher so körperlich aktiv als wir, und wenn du dem halt eine Polsterwaffe in die Hand drückst und ein Polsterschild, dann machen die nächsten 2 Stunden nichts anderes mehr. So ist es. Was total super ist. So sie richtig auspowern. Die Eltern freuen sich, wenn die nach Hause kommen, weil die todmüde sind. Was wir noch gar nicht besprochen haben, sind so klassische Rollenspiele. Wir sind jetzt immer irgendwie davon ausgegangen, also von der Situation mit den Kindern und dem aktuellen Geschehen am Tisch oder im LARP. Was ist denn so mit klassischen Rollenspielen für Kinder? Also die Dinge, die gedruckt im Laden stehen, wo dann ganz dick das Etikett für Kinder draufsteht. Was haltet ihr denn davon? Habe ich keinerlei Erfahrung mit. Ich spiele nur Sachen, die ich selber entwickelt habe. Das ist mal ein starker Anspruch. Ich leite nur Sachen, die ich selber entwickelt habe. Machen wir es mal so rum. Und war auf jeden Fall ein Posersatz, ja. Ich habe im Vorwege meiner Überlegung, das mit den Kindern mal zu starten, ein wenig gelesen, was es denn da so auf dem Markt gibt. Und da gibt es ja unter anderem bei den Teilzeithelden auch eine Rezension zu einem der Produkte. Und ich muss gestehen... Du hast ja auch zufällig einen Artikel über Rollenspielen mit Kindern geschrieben, Markus. Also das fing damit an, dass ich überlegte, wie gehe ich das an? Und dann dachte ich, Mensch, wenn du da eh schon für den Verein was schreibst, dann schreib doch mal deine Ideen auf und inspiriere vielleicht die große, weite Rollenspiel-Elderwelt.
Und im Zuge dessen habe ich tatsächlich dann auch geschaut, was gibt es auf dem Markt. Und es gibt ja eine ganze Reihe Rollenspiele, die ich zu der Zeit, wo ich die Regale von Rollenspielen betrachten durfte, tatsächlich noch nicht gesehen hatte. Aber vielleicht ist es ein jüngeres Phänomen oder aber das ist eins, das in den Läden, die ich dann eben begangen bin, nicht habe stattfinden sehen. Aber da stand dann jedes Mal, oder bei vielen stand eben drauf, das ist für Kinder, dann mitunter eine Altersangabe, ab zum Teil, ich glaube, ab 4 oder ab 5 wurde da auch schon angepriesen. Und spätestens, wenn dann irgendwo auf der Rückseite oder irgendwo stand und mit ganz einfachen Kampfregeln, habe ich es wieder beiseite gelegt, weil ich gedacht habe, ich will kein Rollenspiel, das Kampfregeln für 5-Jährige anpreist, finde ich irgendwie doof. Weil für mich, das war eine der Prämissen, auch natürlich im Gespräch mit meiner Frau. Sie sagt, du kannst machen, was du möchtest, aber ich will es dir abnehmen. Also es gibt eine finale Abnahme, bevor es losgeht. Und da war eben auch klar, auch von ihrer Warte aus, Kampf ist etwas, was nicht stattfindet. So. Und deswegen haben wir das komplett ausgeklammert und deswegen war auch klar, dass irgendwie vielleicht 90% der Rollenspiele, über die ich gestolpert bin, die eben für Kinder angepriesen werden, schon mal unten durchfallen. Was hast du keins, was du jetzt einfach unseren Hörern so richtig ans Herz legen kannst, wo jetzt irgendjemand sagt, boah, ich wollte immer schon mal mit unseren Kleinen spielen, die sind jetzt 5, da kriege ich so meine, vielleicht so eine Idee. Vielleicht doch. Also ich habe tatsächlich erstmal angefangen und irgendwie ein bisschen improvisiert. Es musste irgendwas mit Würfeln sein. Die Kinder fanden eben meine vielen verschiedenen farbigen mit mehr als den üblichen Seiten versehenen Würfeln ganz spannend. Und das musste irgendwas mit Würfeln sein. Und so bin ich dann daran gegangen, irgendwie so die ersten Regeln einfach so selber aus dem Stegreif zu entwickeln. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen und habe Turbo Fate verwendet, das deutsche Fate Accelerated. Ich finde, das klappt ganz wunderbar. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das nächste, was ich eben nicht haben wollte, sind zu abstrakte Werte im Rollenspiel. Ich wollte, dass das nochmal zum Verständnis, sie sind 5 und 7. 7 bedeutet, der hat gerade angefangen, lesen zu lernen und so. Und ich fand, da sind einfach Werte wie Herz, Verstand, also das sind jetzt Ansätze von einem anderen, ich weiß gar nicht, von welchem Rollenspiel das war. Das kommt aus Little Fears. Oder Little Fears, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich mir Little Fears geguckt, oder vielleicht ist das Little Wizards, das hat das irgendwie thematisch damit zu tun, weil das Little drin hat, keine Ahnung, aber ich habe mir, also Little Fears habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne, aber irgendwas war es, was ich mir im Zuge angesehen habe, was für Kinder vielleicht geeignet sein könnte, und da gab es dann eben solche Werte. Alles andere passte, nur dann diese Werte, dachte ich, na, das ist zu abstrakt. Persönlich mochte, ich habe mir auch mich ein bisschen quer durchgelesen durch die Systeme, ich mochte 1W6 Freunde eigentlich ganz gerne, also von der Idee. Ich mag nicht nur den Titel, sondern auch so ein bisschen das Rollenspiel dahinter, auch wenn es relativ generisch ist. Und was ich persönlich vom Setting total mag, aber auch dann eher so für Kinder, für sehr fantasievolle Kinder, so ab 10 vielleicht, dem man auch sowas zutraut, was eine super schöne Geschichte geben kann, bei Los Muertos. Da braucht man aber wirklich fantasievolle Kinder, weil es auch ein Thema berührt, was bei Kindern nicht so einfach ist, nämlich Tod und was danach passiert. Und wenn man da aber jemanden hat, dem man das zutraut, ist ein sehr simples System und eine sehr schöne Geschichte, wo man dann auch so eine Reise- und Freundschaftsgeschichte draus machen kann. Das fand ich persönlich ganz toll. Also ich will jetzt mal natürlich aus meiner Warte heraus, dass ich mit 7- bis 11-Jährigen spiele, mal eine Lanze für etwas Regeln brechen. Jetzt kommt's Rollmaster. Nein, ganz so weit will ich nicht gehen. Nein, aber ich habe jetzt schon so ein paar verschiedene Systeme ausprobiert und in meiner Erfahrung ist es so, gerade wenn man in der Situation ist, dass man über längere Zeiträume mit den Kindern immer wieder dieselben Rollen spielen möchte, dann ist ein einigermaßen ausgefeiltes System mit Entwicklungschancen für die Charaktere, die durch das System gestützt werden, also Stufen oder Erfahrungspunkte oder was auch immer, grundsätzlich sehr motivierend und etwas, was die Kinder auch dazu anhält, sich mit dem System als Spielsystem zu beschäftigen. Ich rieche D&D. Tatsächlich benutze ich eine erweiterte DSA-1-Variante in den meisten Fällen. Puh, das Dokument der Stärke. Großartig. Ja, also jetzt selbst weiterentwickelt und so weiter. Aber ja, D&D ist von anderen meiner Mitstreiter viel genutzt worden und mit großem Erfolg. Also das kann ich nicht anders sagen. Also es gibt Leute, die haben sich dann sehr auf die Klerikerrolle eingelassen, auf die Zaubererrolle, auf das Optimieren des Kriegers oder des Schurken oder wie auch immer. Also das
ich will damit nur sagen, also es hat durchaus auch etwas für sich, Kindern sozusagen eine gewisse Komplexität zuzumuten, weil das ja eine Herausforderung für sie darstellt, der sie sich annehmen und aus der sie dann was entwickeln können, in der sie dann ja auch Erfolgserlebnis haben, wenn sie das selber schaffen. Nur nochmal eben eine kurze Anmerkung. Tatsächlich war das erste Redesign meines minimalistischen ersten Entwurfes im Spiel mit meinen Kindern tatsächlich das Einführen einer Erfahrungsstufe, damit sie dann eben einen Zuwachs hatten und bessere Chancen beim Bewältigen ihrer Aufgaben hatten. Ach, wie schön. Total gut. Vielleicht nochmal aus meiner Perspektive als der Nicht-Vater. Ich bin natürlich irgendwo in dieser komischen Zwischenposition, dass ich auf der einen Seite halt als Didaktiker oder Pädagoge irgendwie auch tätig bin, ich aber gleichzeitig zu meiner eigenen Belustigung allein schon meine Rollenspiele eigentlich gar nicht so, sagen wir mal, bilderbuchartig aufsetze. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt eine Zielgruppe habe, die ja langsam groß wird und eben auch was erleben möchte, die auch Exotismus mag, die Fantasy halt eben gerade mag, weil es größer ist als das eigentliche Leben und denen halt eben auch schon eine gewisse Kompetenz oder Genrekompetenz halt durchaus zukommt. Was ich damit sagen will, ist, man darf ruhig auch mal einen kleinen Schockeffekt einbauen. Es darf auch ruhig mal irgendwie über die Stränge schlagen. Das kann man ja wieder einfangen. Also man sollte nicht zu sehr vor den Herausforderungen und vor den großen Themen sozusagen zurückschrecken, denn man wird ganz schnell, wenn man seine Spieler dann kennenlernt, dann merken, je nachdem, was man anspielt, auf was springen die an, auf was nicht, was geht an denen total vorbei oder sonst was in der Art. Also einfach mal ein bisschen justieren. Man kann ja mal was ausprobieren. Magst du vielleicht noch so zum Schluss irgendwie eine coole Anekdote aus einer deiner Runden erzählen? Was ist so eine ganz verrückte Szene, die die Kinder gemacht haben, wo du nachher echt, ach, das ist das, ach du liebe Zeit. Boah, schwierig. Nehmen wir mal ein Beispiel, wo ich tatsächlich ein bisschen zu kauen hatte. Also es gab da einen Spieler, der Gewalt überhaupt nicht abkonnte. Und dann habe ich die Szene halt so gedreht, dass der, dann hatte der sein schönes Erfolgserlebnis und ich war auch ganz happy, dass das so gelaufen ist. Und dann kam der nach der Stunde zu mir und meinte, es geht auch ohne Gewalt. Siehst du, habe ich ganz alleine hinbekommen. Sehr gut. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooles Schlusswort, was nochmal so zeigt, wie junge Spielerinnen, also Kinder, vielleicht so ein bisschen dann auch Rollenspiel wahrnehmen und so das eigene Erfolgserlebnis. Vielen Dank an alle, die heute mitgemacht haben. Vielen Dank an euch. Das war unser Spielgeflüster-Podcast für diesen Monat. Wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Dann haben wir nämlich das super spannende Thema Hausregeln für euch, inklusive einem Überraschungsgast. Und wenn ihr was zu dieser Folge zu sagen habt oder eure Erfahrungen mit dem Spiel mit Kindern teilen wollt, Meinungen oder vielleicht sogar Themenvorschläge, bitte einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüssi.